Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes in einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, euren Kanal. Ich werde angegriffen, Hilfe! Wir müssen weiter die Strecke hier abgrasen. Deswegen bleibt einfach mal dran. Also mein Plan ist erstmal da das Kreuz, das Fragezeichen geradezu. Das hier sein soll. Steig einfach mal aus. Ich höre welche. Aber sehen tue ich niemanden. Seht ihr was? Entweder das da. So. Schön umgucken hier. Aber mehr gibt es hier anscheinend nicht. Ah, hier ist mal eine Lampe. Ah, guck mal hier. Haben oder nicht haben, ne? Ah, sieht aus. Da jetzt schon das Fragezeichen erreicht. So. Die Waffe hat natürlich Bums auf nahe Entfernung. Nehmen wir hier, wie war das? Nee. Selber erstmal gucken, wie die Steuerung immer war. Na, so auch nicht. Gleich nochmal das Feuerzeug anvisiert. Nee. Okay, aber das war es hier anscheinend. Ja, ich muss leider auf einen anderen Controller umsteigen. Der hat auch schon mal bessere Tage gelebt, weil mein super Elite Schieß mich gut Controller hat den Geist aufgegeben. So, ich fahre mal noch ein paar Meter vor. So. Erstmal sehe ich keinen. Speichere mal aber ab, wo ich gerade schon mal hier bin. Komm, ich zeig dir was. Dieser Staub wird noch mein Tod sein. Dieses. Komm, geh mal vor. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß.
Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Alles ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Ja, die Frage ist nur, welches? Wir haben jetzt hier. Ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Ich habe nur das eine hier. Verlassen wir die Wüste bald. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Okay, so. Dann nochmal hier. Frage, welches Boot die meint. Ist halt sehr neblig gerade. Das ist sowas für mich hier zum Benutzen. Artyom, ich versuche hier zu beobachten und du stehst mir im Weg. Sei vorsichtig da draußen, okay? Also mich hier gerade mal ein bisschen zurechtzufinden. Hier ist die praktische Seilrutsche. Gut. Noch will ich die aber nicht benutzen. Ich will noch mal schnell da hinten reingucken. Eigentlich schon. Ausgerüstet sind wir soweit. Ja, die hätte ja wenigstens auch mal ein Dings haben können. Lohnt sich wenigstens. Sollte man immer mal wieder mitmachen. Und da geht's auch zurück zum Boot, zum Haus dann. Auf jeden Fall wieder hier oben an. Speichern wir mal. Ne, falsche. Ja, guck mal, jetzt habe ich hier auch 2, 3 Kennzeichen. Die meint alles da drüben. So, welches muss ich nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Wird schon schief gehen. Da piept die zwar, aber ich habe hier trotzdem ein bisschen Angst gerade.
Ist er tot oder nicht? Jetzt auf jeden Fall. Was ist das laut? Ob das so schlau ist. So, hier sind wir durch. Was habe ich denn für einen Ticker dran? Dass der die ganze Zeit piept. Aber ich sehe auch nichts mehr. Was ist das Bewegungsding? Egal, komm. Wo fangen wir an? Da ist der Kran oder da oben? Ich würde sagen, eher nur da oben. Mal schön speichern. Gar keinen gesehen. Ich sehe ihn. Einen Moment. Ist er weg? Na, dieser Mistkerl. Na, egal. Ich muss ihn erst wieder sehen. Ist er jetzt getroffen? Mir ist Schweiß ins Auge gelaufen. Ich kann den Mistkerl nicht treffen. Boah, sind immer diese Ausreden. Sie sollte mich eigentlich nicht mehr treffen. Lass mal schauen, uns hier ein bisschen um. Schwer was zu sehen hier. Ja, ich wusste doch, dass du noch lebst.
So. Güte, ich weiß auch nicht, was du machen sollst, aber ein schönes Auto haben wir hier. Das war es ja fast nicht wert. So ein bisschen Muni. Mich echt von hier noch. Oh, was ist denn da? Nur hier nur rumlaufen. Da. Wollen wir da oben unser Glück probieren? Die sind auf jeden Fall am Ballern irgendwo. Das sieht nach so einem Nest aus. Das wert, das ist die Frage. So sieht den Scharfschützen also auch. Da ist kein Rankommen. Der trifft mich. Und wo kommen die denn? Das bringt jetzt nicht alles zu verballern. Ich gehe runter. Die treffen nicht und ich treffe nicht. Nee, immer noch nicht. Na komm schon. Ist er weg? Er ist noch da. Nee, der muss ja erstmal drauf gehen hier.
mir die alle auf den Sack. So ungenau die Waffe. So, wenigstens einen mache ich. Hier alles für nix. So. Jetzt kann man da rüber? Ne, da kann man auch nur runter, wie es aussieht. Spannendes Thema auf jeden Fall. Macht mega Bock. Wirst du büßen, du Arschloch! Arschloch! Du musst dich nur zeigen! Komm mal gleich noch zu. So, jetzt mal hier das hier abnehmen. So. Läuft, kommst du echt rein. Spannung! Ist der keine Waffe? Aus hier abhanden gekommen. Schießen die denn bloß? Jetzt mach ich dich zu meiner Hure. Nee, machst du nicht. Und ihr macht Päuschen. Wir hatten jetzt ein bisschen Spaß, haben uns ein bisschen verfranst. Aber gut, an der Stelle können wir weitermachen. Dann nehmen wir jetzt den Dom hier mal ein. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.